Wie bekommst du die Meistererfolge? Also es gibt ja hier Erfolge, zum Beispiel Katana-Meister, Glefenmeister und so weiter und so fort. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Glefenmeister bekommen und den habe ich bekommen, indem ich diesen Punkt hier aktiviert habe. Da kannst du reinpumpen ohne Ende. Ich habe hier 14 Punkte schon reingepumpt. Bloß das Problem, dieser Punkt öffnet sich nicht sofort. Und ich erkläre dir jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Sehr, sehr ausführlich. Und wenn du auf solche Tipps stehst, abonniere den Kanal. Guck mal, du gehst hier, ja, wenn du dieses Menü hier aufmachst, gehst du hier auf Status, dann gehst du hier drauf und dann siehst du bei uns zum Beispiel die Glefe, die ist unten links. Da siehst du Stufe 25 und dann steht dort 305.000 Meisterstufe. Ja, das ist einfach deine Erfahrung, wenn du mit der Waffe spielst. Im Endeffekt, ich habe zu viel geskillt, weil ich das am Anfang nicht gewusst habe. Jetzt mache ich zum Beispiel Doppelkatana gerade. Denn wir brauchen einfach nur 180.000. Also das heißt, Katana ist bei mir fast fertig. Du musst nur 180.000 skillen und dann passiert Folgendes. Und dann öffnet sich hier im Dojo eine Mission, ja, also für die jeweilige Waffe. Die musst du komplett machen, also alle Missionen, hier nicht nur Schüler, sondern auch Veteranen. Und dann musst du auch noch eine letzte Sache beachten, nämlich, wenn wir hier zum Beispiel auf Kapitel gehen, dann musst du hier in das fünfte Kapitel kommen, Zwielicht, und du musst hier alle diese Missionen beenden. Ja, hier sind drei rote Missionen, Hauptmissionen, und dann erst öffnet sich diese Stufe. Also ich wiederhole nochmal, du musst pro Waffe 180.000 sammeln, Erfahrung. Danach musst du ins fünfte Kapitel kommen, hier alles abschließen. Dann öffnet sich die Dojo-Mission. Die Dojo-Mission schließt du ab und dann gehst du in die jeweilige Waffe rein. Zum Beispiel bei Glefe war das jetzt hier dieser Punkt. Und aktivierst ihn. Du kannst hier auch noch einen Tipp. Du kannst auf Quadrat drücken. Und dann kannst du hier alles, siehst du, hier selber so auswählen. Und das war, wie gesagt, dieser Punkt Nahkampfmeisterschaft. Und ich denke, bei den anderen ist es auch nicht anders. Wir gucken jetzt mal. Da muss wahrscheinlich auch irgendwo eine Meisterschaft sein. Das Problem ist, das ist natürlich nicht offen. Da, Nahkampfmeisterschaft. Da ist sie. Bloß du kannst sie nicht einsetzen, weil da steht der unaufhaltsame Wirbelwind abgeschlossen. Die Mission hast du noch nicht. Und das ist im Endeffekt einfach eine Dojo-Mission. Also, wenn du das beachtest, dann kannst du das wirklich sehr schnell schaffen. Und hier nochmal ein Tipp, weil sonst levelst du viel zu lang. Ich würde das so machen, spiel das ganze Game durch, komm ins New Game Plus, weil dann bekommst du sehr, sehr viel Erfahrung. Denn diese Erfahrung hier von den Waffen, die steigt auch proportional zu dem Level. Also das heißt, wenn das Level sehr schwer ist, hohes Level, da steht immer Schwierigkeit, zum Beispiel 130 Level, Level 130 empfohlen, dann steigen diese Waffen auch schneller und du kannst da auch ungefähr so innerhalb von 30 Minuten jede Waffe skillen auf 180. Deswegen brauchst du keine Angst haben, weil am Anfang habe ich auch gedacht, oh Gott, das wird jetzt hunderte von Stunden dauern. Ja, du kannst es im New Game Plus sehr, sehr schnell machen. Wie gesagt, 180, überskill deine Waffe nicht, mach den Fehler nicht wie ich. Und dann kannst du die Erfolge ganz leicht bekommen. Ja, und wenn du Platin machen möchtest oder auf geile Tipps stehst, dann abonniere unseren Kanal. Wir machen auch noch Final Fantasy 7, Resident Evil 3, also alle neuen Spiele, Doom Eternal. Wir platinieren alles, machen 100% Guides und das auf Deutsch. Und deswegen, ja, wenn du Bock hast, dann schließ dich unserem Kanal an.